Ja, das letzte Jahr, das war turbulent. Also angefangen mit eigentlich nur einem Kind wollen und dann sind es drei geworden. Es war ein sehr, sehr hartes Jahr. Aber jetzt haben wir alles gut überstanden und jetzt sind wir eigentlich, gucken wir da beruhigt zurück. Beruhigt zurück würde ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht so gesagt, aber. Wissen Sie schon, wie die heißen sollen? Ja. Ja? Der Kleinste, der soll Luca heißen. Luca. Das ist der Kleinste? Das ist der Kleinste. Und der Große soll Marlon heißen. Und das Mädchen soll Jana heißen. Schön. Das passt gut. Das finde ich gut. Nur sehr wenige Frauen werden auf natürlichem Wege mit Drillingen schwanger. Natalie ist eine von ihnen. Und da, ja. Und hier so. Luca. Wenn wir noch ein bisschen weiterkommen in der Schwangerschaft, dann brauchen wir größere Gurte. Ne? Ja. Soll ich irgendwie helfen? Nö. Aber Sie bleiben einfach sitzen. Ich habe nur zwei Hände. Genau. Das ist dann schwierig, ne? Bei Drillingen, wenn ja. Man nur zwei Hände hat. 7 Monate sind die drei Babys jetzt in Nathalies Bauch und die Untersuchungen in der Uniklinik Freiburg sind längst Routine. Oh, kalt, ne? Mhm. Okay, jetzt haben wir dich. Das Mädchen? Mhm. Ich bin einfach zum Frauenarzt und habe beim Ultraschall mit reingeguckt in den Bildschirm. Und dann habe ich so gesagt, ja, was ist jetzt da das Baby? Das sieht ja aus wie so ein Bienennest, das ist ja überall. Und dann hat sie gesagt, das sind drei. Und ich, oh, drei? Und war nicht wirklich Juhu, sondern ach du Scheiße, auf gut Deutsch. Dann habe ich gesagt, hoffentlich ist es wirklich wichtig, warum ich hier nach Hause gekommen bin. Und ja, mit beiden Taschen noch, also so seine Arbeitstasche und Laptop. Dann hast du gesagt, ja, setz dich erstmal. Nee, sag's mir sofort. Und dann hast du gesagt, wir kriegen Drillinge. Und dann, oh, sind mir gerade die Arbeitstaschen aus der Hand gefallen. Und dann, waren wir eigentlich alle beide ziemlich sprachlos. Ja, dann haben wir erst mal 2, 3 Minuten im Sessel da gesessen, haben uns ja. Nur angeguckt. Das war. Und dann haben wir uns in den Arm genommen und haben gesagt, wir schaffen das. Nicht gleich, aber. Natalie ist 29, es ist ihre erste Schwangerschaft. Eigentlich wollte sie nach einer kurzen Babypause wieder in ihren Job als Zahntechnikerin zurück. Das war ihr ursprünglicher Plan. Kinder ja, aber nur Mutter sein, nein. Hallo. Guten Tag. Wir hatten telefoniert wegen dem Trainingskinderwagen. Ja, ich sehe. Ich habe auch richtig. Ja, Sie sind ja richtig. Wenn Sie eine anschauen möchte, können Sie gerne. Gern, kommen. Ja. Ja? Ja. Ah ja, das war wohl mein Gefährt. Ich habe noch nie einen Drillingskinderwagen gesehen. Haben die da Platz? Ja, sie haben drinnen Platz. Die liegen dann alle. Die liegen, sind alle drinnen gelegen. Also ja, sie sind am Anfang sowieso relativ klein. Und dann habe ich sie, ich habe so eine Tragetasche gehabt, wo man so ein Näschli, wo man drin kann rausnehmen dann als Tragetasche dann. Ah ja. Und da haben sie einfach sich gut drinnen Platz gehabt, solange sie so ganz klein waren. Und nachher sind sie dann sowieso ohne reingesessen dann. Also die können aber auch sitzen, oder? Das kann man dann schön hochmachen. Ah ja, gut. Da kann man auch das hinterm Gelehne, kann man das alles hochstellen dann. Ja, also man schiebt da vorne und ja. Da hat die immer vor einem, ne? Ja, so. Meint alle im Blickfeld in dem Sinne. Darf ich gerade mal, das ist ja schon, es ist ein einem das Ausmaß ein bisschen ja. Es ist ein anderes Fahrgefühl. Also ich bespreche das noch mit meinem Mann, was wir wollen, ob wir so ein Eisenbahn... Ding oder? Ja. Das muss man noch ein bisschen. Aber jetzt habe ich erstmal den ersten live gesehen.
fahren mit dem Aufzug, 2 Etagen runter. In der Klinik hat Nathalie Ingrid kennengelernt. Auch Ingrid erwartet Drillinge. Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Drillinge kommen in der Regel 8 Wochen zu früh auf die Welt. Nathalie und Ingrid müssen sich also mit dem Gedanken anfreunden, dass ihre Babys die ersten Wochen auf der Intensivstation betreut werden. Klingeln. Bitte einmal klingeln und dann warten. Gucken wir mal, was passiert, ob wir hier richtig sind. Herr Spach, wir haben einen Termin auf der Babyintensivstation. Schau mal hier, 1000 Gramm bei der Geburt, der 29. Woche, 28 plus 2, so winzig klein. Je, unsere werden auch so mini werden. Hoffentlich nicht ganz so klein. Oh, 700 Gramm, 350 Gramm, oh wer je. Bietet weniger? Die 3 Mädels sind jetzt 600 Gramm schwer. Also die 350 Gramm haben sie schon hinter sich gelassen. Die sind jetzt schon halb so groß wie der Kleine hier. Und so kleine Füße. Ach, da darf man sich, glaube ich, nicht erschrecken, wenn die dann rauskommen, wenn die nur so mini sind. So, man kennt nur die normalen großen Babys und dann hat man da so ein Winzling. Hallo Frau Spach, ich grüße Sie, mein Name ist Müller, ich bin einer deiner Radiologen hier. Dann nehme ich Sie mal mit über die Station. Ja, gerne. Wie ist denn das? Dürfte ich, also wenn jetzt da meine schon liegen, die mal auf dem nackten Bauch liegen? Wenn Sie es nicht würden, würden wir es Ihnen aufnötigen. Ah ja, das gehört zum Therapiekonzept dazu, das Känguru-Therapie-Prinzip. Sobald die Kinder stabil sind, sollen die Mutterkontakt haben. Weil sie werden, von Anfang an merken, was Drillinge bedeutet. Wir werden Sie hier in der Versorgung mit dazu bitten und Sie werden merken, dass Sie alle 3 wickeln, alle 3 anlegen. Ja, dass sie da durchaus Arbeit haben werden, im angenehmen Sinn. Ja, ja. Nathalie und Dieter wohnen in der Nähe von Freiburg, im 5. Stock, ohne Aufzug. Heute hatte Nathalie einen wichtigen Ultraschalltermin. Schon daheim. Ja, ich kann jetzt mal nur hoffen, dass ich noch eine Weile hier so gut weitermachen kann, weil Dr. Emmerich hat gemeint, dass ein Kind nicht so gut wächst. Also, von unseren? Ja, von unseren. Ja, welches? Warum erzählst du mir das jetzt erst? Ja, da kann man jetzt nichts irgendwie machen. Also ich soll mich halt schonen und normal essen. Welches? Hier? Der Junge? Aber der Junge, der hat irgendwie mit dem, die Nabelschnur, die wird irgendwie so abgezwickt. Also das muss unter Beobachtung. Das kann sein, dass ich jetzt in 2 Wochen schon stationär in die Uni muss. Ja, super. Eins ist total in Ordnung, eins ist weiter. Das Mädchen ist quietschfidel. Wie es halt bei Mädchen so ist. Ne? Genau, die sind robuster. 3 Jahre haben Nathalie und Dieter hier gelebt. Jetzt wird es höchste Zeit, umzuziehen. Auf, Wunder. Zeig mal, wie staubig ist das. Geht, okay. Ja, genehmigt. Das meiste ist erledigt. Mit Dieter und ihrem Vater wird sie den Rest auch noch schaffen. Was ist mit dir? Meine Wohnung. Du musst dich verabschieden. Ja. Ist nicht lustig. Aufbruch in ein neues Leben auf der anderen Seite der Stadt. Schaffst du es?
Das neue Zuhause. Nur 5 Kilometer von hier ist Natalie aufgewachsen. Eine unbeschwerte Zeit, die sie sich auch für ihre Kinder wünscht. Guck, da sind die Störche. Siehst du es? Die haben uns Glück gebracht. Ja, bisschen viel Glück gebracht. Tschüss, mein Schatz. Tschüss, bis später. Natalie ist viel allein. Dieter arbeitet im Außendienst und betreut Kunden in ganz Süddeutschland. So. Sie verlässt kaum noch das Haus. Sie hält vor allem per Telefon Kontakt zu Freunden und auch zu Ingrid, die wie sie Drillinge erwartet. Hallo, hier ist Natalie. Ja, grüß dich. Wie geht's? Ja. Als Mama gut, den Kindern nicht ganz so, aber... Nee? Nee. Warst du jetzt nochmal zur Untersuchung, zum Ultraschall? Ja, jetzt erzähl erstmal du warst doch heute, ne? Ich war heute, ja. Die haben die Doppler-Untersuchung gemacht und sind alle gut versorgt und kann so weitergehen. Schade, bei mir ist es leider nicht so. Also meine sind nicht mehr so gut versorgt. Oh. Sind unterschiedlich, also das Mädchen, das ist das Größte. Das hat 1350 Gramm. Aber das, ich sag jetzt mal, das linke Bübchen, das ist immer noch 700 Gramm. Das ist auch nicht gewachsen und es hat auch wenig Fruchtwasser. Und das, also morgen habe ich nochmal eine Untersuchung. Die erste, ich bin die erste, dann muss ich nicht stundenlang warten. Und da wird dann sozusagen entschieden oder gesagt, wann sie es holen. Also ich schätze, eine Woche, 2 Wochen, länger nicht. Ja, und ich bin halt erst in der 30. Also 30. Ja, ist ja sehr klein, wenn es jetzt nicht mehr wächst, ne? Ja, ich finde es sehr traurig, wenn die jetzt so früh geholt werden. Ja, dann alles Gute. Ja, euch auch. Und dann sagen wir uns nächste Woche mal. Genau. Tschüss. Tschüss. Das Gewicht des Kindes, also des kleinsten Kindes, das es erst 700 Gramm wiegt, das vergleiche ich immer mit so einer Milchtüte, ne, die ja 1000 Gramm hat. Und ich stelle mir vor, das ist jetzt noch weniger. Und da mache ich mir schon Sorgen, dass da irgendwas passiert bei der Geburt, dass es halt so klein ist. Das ist für mich der Punkt, wo ich mir am meisten Sorgen mache. So, na, dann wollen wir mal gucken. So, und jetzt ist unsere Aufgabe, gerade die Nummer 3 noch zu messen. Nummer 3 ist das kleine. Nummer 3 ist der kleine, ja, genau. Den wir ja von Anfang an hier als kleiner verfolgen. So, also der ist jetzt eher großzügig gefasst. 181. Jede Woche entspricht das? Das entspricht jetzt hier 23 Wochen. Also der ist recht schmal. 23. Das bedeutet, wenn jetzt eine Geburt wäre, wäre es gefährlich für dieses Kind. Es ist natürlich von seinen ganzen Körperproportionen viel zarter als die anderen Kinder. Und ist dadurch eben potenziell viel mehr gefährdet. So, jetzt müssen wir gucken. Also für den wäre es gut, wenn ich jetzt einfach noch 3 Wochen oder so halten könnte.
sagen wir mal so, also das, dieses Kind wird wahrscheinlich dasjenige sein, was uns letztendlich irgendwann die Entscheidung treffen lässt, zu sagen, jetzt ist es sinnvoll, dass sie rauskommen sollen. Das Kleine ist wirklich das, was uns Sorgen macht am Ende, ja, was wir ganz genau im Auge behalten müssen. Okay. Ja, also ich mache mir schon Sorgen. Ich denke, was kann ich jetzt tun, dass die halt weiter wachsen? Ich dachte, ich schaffe es eigentlich noch 6 Wochen oder so. Kann ja sein, dass wir es schaffen, aber so wie es aussieht, nicht. Natalie, wichtig ist, dass die Kinder gesund sind. Ja, eben. Und das ist nicht so. Doch, das ist alles gut. Ich als Mama kann da nichts mehr tun. Also, das ist jetzt schon hart. Ultraschallbilder, die letzten dabei. Mal gucken, ob du es erkennst. Mhm. Das ist von vorne. Von vorne? Das ist Nase, Mund. Das ist wie so ein Tuch noch so dazwischen. Ja doch, aber was soll denn der schwarze Punkt her? Ja, das ist wie so ein Tuch. Das ist halt was anderes schon wieder. Das ist von einem anderen Baby wieder was davor. Naja, irgendwie. Mit der Technik habe ich es nicht so arg. Wäre schon froh, wenn sie noch länger drinnen bleiben könnte. Jeder Tag ist eigentlich wichtig. Naja, klar. So. Jetzt. Kommst du in den, ja? Oder soll ich den Tisch ein bisschen nach vorne rücken? Das sehen wir gleich. Ja, ich glaube, ja. Ja, also irgendwie, dass Natalie jetzt auch eine Operation kriegen muss, das macht mir doch auch ein bisschen Sorge. Also, klar, ich bin froh, dass es die Möglichkeit zum Kaiserschnitt gibt. Ich denke mal an die Zeiten, wo früher die Leute sterben haben müssen, wenn keine Hilfe gekommen ist. Aber, ja. Ist halt immerhin eine Operation, wo nicht so ohne ist, gell? Ich denke, die werden alles Mögliche machen und dass ich halt langsam irgendwie erst wieder zu Kräften kommen muss, ist klar. Aber wie eine Operation in dem Sinne sich auf meinen Körper auswirkt. Allerdings weiß ich nicht, wie lange ich sozusagen weg bin und was da in der Zeit passiert. Also ich weiß auch nicht, wie Dieter reagiert, wenn der... Ob der jetzt reingeht, weiß ich auch nicht, weil er nicht so wirklich Blut sehen kann. Der Walder ist auch matzmäßig empfindlich. Der hätte niemals können bei der Geburt dabei sein. Papa? Dem wird es schon schlecht, wenn er nur irgendwas am Arm sieht. Oder? Dieter hat nur, als ich in der Uni war, da hatte ich ja hier so eine Infusion drin und da hat er, das muss ja nicht sein, gib mir die linke Hand. Also ich denke, da sind die beiden nicht so hart. Also Papa und Dieter sind da nicht so hart. Aber ja. Ich bin jetzt mal gespannt. Morgen gucke ich ja die anderen Drillinge an, dann bin ich ein bisschen vorbereitet.
Hallo. Ah, hallo, das ist aber schön, dass du kommst. Grüß dich. Ist es schön? Wie geht's dir? Hallo, gut. Ja? Runter siehst du aus. Ja, und du? Ich sehe nicht so runter aus, aber... Wie fühlst du dich? Schachmatt, komm, setz dich da. Müde, aber guter Dinge. Und ich erhole mich gut hier. Ja, ich war ja total überrascht. Ja, und abends, weil du das noch gesagt, abends war dann der Blasensprung, ne? Das ist echt, und ich war so kaputt und so erschöpft und so müde. Ich wäre am liebsten zu Hause im Bett liegen geblieben, anstatt ins Krankenhaus zu fahren. Ne? Hattest du Schmerzen oder nö, was? Gar nichts. Keine Wehen. Dann kam ich gleich ans CTG. Und dann habe ich nur noch gesagt, macht ihr mal schön, ich möchte jetzt bald schlafen und meine Ruhe haben. Geburt war super, ne? Warst du live dabei? Ja. Schön. Ich zeig dir mal die Mädel. Gerne. Ja, wenn du willst. Ja, gerne. Ja, gehen wir. Ne? Morgen. Ja. Ja. Ich. Hast du es eilig? Du hast es immer eilig. Ich hab's immer eilig, ja. Will meiner. Guck mal, was wir machen und bestellen einen schönen Gruß von der Mama. Also vielen Dank, dass du mir es erlaubst. Ja, kein so Problem. So schnell die Babys anzugucken. Die aber geht's gut, die sind munter. Da freue ich mich jetzt ganz sehr drauf. Ich war heute Morgen um 6:30 schon bei denen. Dann waren sie auch schön am Schlafen. Gut. Ja. Das ist die Clara Larissa. Hallo. Der Papa ist wieder da. Hm? Sahen die von Anfang an so aus, nicht mehr verschrumpelt? Nee, verschrumpelt waren sie nicht. Die Haut war trockener, wie sie jetzt ist. Also die sehen ja richtig, ja, richtig gut aus. Also ja, alle ja. Drei. Hallo, Herr Spach. Hallo. Grüße Sie. Frau Lang. Schön, Sie ja zu sehen. Weit sind Sie gekommen, der Bauch wächst. Wie geht's den Kindern? Also ich sage jetzt mal, zwei geht's gut. Mhm. Und eins ist das Sorgenkind. Ja, und tatsächlich. Das ist angenommen, das müsste ich jetzt am Wochenende ja geholt werden. Genau, da sprechen wir gerade schon drüber, angenommen, die Frau Lang kommt. Ja, ja. Dann ist das erst 700 Gramm. Ja. Gibt es da eine Prozentzahl, dass das schafft? Ja, ja, ja. Also die Prozentzahl, dass so ein Kind wie ihres das gut macht, ist weit besser als 50-50. Auch wenn er nur 700 Gramm wiegt, der Anspruch wäre, so ein Kind ohne Schäden groß zu kriegen. Nathalie muss jetzt immer öfter zur Kontrolle. Sie ist am Ende der 32. Schwangerschaftswoche. Was haben Sie für ein Gefühl? Nicht gut. Nicht so gut. Die Nacht war sehr unruhig. Also ich habe immer gedacht, wenn man so auf 7:30, ob es jetzt losgeht. Ja, ja. Aber ist noch alles gut. Okay. Aber die sind aktiv. Mhm. Genau, also dann suchen wir jetzt Argumente, ob sie dann vielleicht da bleiben. So, Frau, dann können Sie sich mal auf den Rücken legen jetzt. Das, wenn das geht, sonst komme ich nämlich an das Köpfchen vom Zweiten überhaupt nicht dran. Okay, jetzt habe ich ja von allen die Nabelschnüre gemessen, ne? Und das heißt, wir haben heute von den Messungen eigentlich keinen direkten Grund, dass wir sie jetzt in der Klinik überwachen müssten. Wenn Sie aber sagen, es ist Ihnen zu Hause jetzt zu schwierig und potenziell fühlen Sie sich unwohl, dann können wir Sie auch aufnehmen. Ja. Okay. Ich würde mich jetzt wohler fühlen, wenn ich rein müsste. Also bleiben dürfte, sagen wir es mal so. Weil, ich habe jetzt dauernd Wehen, das merke ich. Und irgendwie werde ich unruhig. Also wenn ich jetzt wieder heimfahre, weiß ich jetzt nicht, was ich heute den ganzen Tag, wie ich mich da fühle. Also ich denke, so gemütlich daheim sitzen ist heute nicht mehr gut. Also ich habe mich jetzt irgendwie nicht gerade gefreut, aber einfach eingestellt, okay, ich muss jetzt rein. Ja. Weil die wirklich dauernd ziehen, dauernd hart wird. Und ich krieche nur noch daheim rum. Ja, also ja.
Ich denke, in der Situation können wir sagen, dass wir sie dann erst einmal aufnehmen. Es kann durchaus sein, dass einfach jetzt allmählich das Ganze wirklich in Gang kommt und dass irgendwann auch die Blase jetzt springt, wenn die Unruhe im Bauch zunimmt. Und dann würden wir sie einfach mal beobachten hier. Ja, wir gucken einfach mal. Ja. Nathalie bleibt in der Klinik. Inzwischen liegen die Ergebnisse der ersten Laboruntersuchungen vor. Nathalie erreicht Dieter erst spät. Ich habe Ansatz von, könnte man, also das hört sich jetzt blöd an, Schwangerschaftsvergiftung eventuell. Das heißt irgendwie Schwangerschaftsvergiftung. Ich habe Eiweiß im Urin und jetzt haben sie mir halt Blut abgenommen. Und weil ich so viel Wasser eingelagert habe, das deutet halt darauf hin. Noch am gleichen Abend wird der Operationssaal für Nathalie vorbereitet. Sie hat tatsächlich eine Schwangerschaftsvergiftung. Die Babys müssen sofort geholt werden. Ich war gerade Richtung nach Hause und dann hat sie mich angerufen, aber ich habe keinen Empfang gehabt auf dem Handy und habe das erst später abhören können und war schon im Haus und dann kamen die Nachrichten alle und dann habe ich zurückgerufen und, ja, und bin dann sofort hierher geflitzt. Der Junge und das Mädel? Also das Mädel eigentlich? War mehr in der Mitte und tief? Mehr in der Mitte. Und wie hoch, wie tief? Nicht so tief. Nicht so tief. So vielleicht. Also jetzt bin ich eigentlich froh, dass man auch mich beachtet hat, dass meine Symptome einfach schlimmer wurden und ich noch gedacht habe, die gucken immer nur nach den Babys und nicht nach mir. Andererseits habe ich jetzt Angst. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit mir? Und ich habe vor der Spritze in den Rücken habe ich am meisten Angst. Mit der Spritze in den Rücken ist die Periduralanästhesie gemeint, bei der die Beckennerven betäubt werden. Zwanzig Minuten später ist es soweit, der Kaiserschnitt hat begonnen. Nathalie ist wach und erlebt mit, wie die Ärzte die Babys holen. Jetzt ziehen sie an die Rom, ne? Jetzt schieben wir gerade alles unter die Brust oder so ähnlich. Das ist deine Organe. Ich möchte ja nicht hingucken, sonst, wenn ich hingucke, dann falle ich hier vom Stuhl. Schieben? Irgendwas. Schieben wir die Pegis erst unter die Nase. Ich weiß nicht. Hast du gehört, gleich ist es soweit, dass das erste kommt. Echt? Ja. Mhm. Ja, jetzt dran. Ja. Jana kommt als Erste auf die Welt. Stumm, ohne den Schrei, der anzeigt, dass die Lungen funktionieren. 19:04. Keine eigenständige Atmung. Für alle Frühchen eine große Gefahr. Jana muss beatmet werden. Und, hat sie was gesagt? Ja, nein. Das ist ein Mädchen. Herzfrequenz ist knapp 100. Die Pulsoximetrie ist dran, ja? Ja. Gut. Herzfrequenz ist unter 50. Ja. Ja, jetzt kommt was an. Herzfrequenz wird langsam besser. Gut, okay, ist da. Jo. Jetzt hast du es gehört? 19:06. Gratulation. Das ist halt ein Quietscher. Ja. Und da ist Nummer 2, Luca. Das Kind, um das sich alle am meisten gesorgt haben. Okay.
Herzlich willkommen, das Gute erhältlich, den ist jetzt genau. Das ist Minute 1. Eine Minute. Nur 2 Minuten später ist Marlon da. Nochmal tief an- und ausatmen. So, ist der eigentliche zweite, ist jetzt der dritte. Jetzt hast du es geschafft. Hier, Kopf dahin bitte. Kopf dahin. Also, Nummer 3 ist eindeutig der fitteste. Also, das ist meiner hier, ne? Die Babys haben es geschafft. Alle 3 sind über die ersten kritischen Minuten hinweg. Doch plötzlich ringt Natalie nach Luft. Sie kriegen wenig Luft. Die bringt ja gerade Luft, Natalie. Okay, sind schon da. Gut, mal tief an- und auszuatmen, ne? Schon bevor. Ist gleich vorbei, Natalie. Du warst so tapfer. Guck mal, jetzt kommen sie. Hallo. Zeigen wir Ihnen zumindest mal den dritten. Dieses ist nicht der kleinste, sondern der größte von beiden Jungs. Dann heißt er Marlon. Wollen Sie mal gerade streicheln? Hat sie eine Hand frei? Ja. Ihr Mann führt Ihnen mal die Hand. Sie können ruhig kräftiger zufassen. Sie schläft schon wieder. Wenn wir alle 3 versorgt haben, das ist in etwa einer Dreiviertelstunde, dann können Sie gerne auf die Station kommen. Okay, mache ich. Ja? Vielen, vielen Dank. So? Wiedersehen. Während Dieter sich zum ersten Mal die Babys auf der Intensivstation anschaut, verschlechtert sich Natalies Zustand rapide. Sie schwebt in Lebensgefahr. Ein Schock für Dieter und Natalies Eltern. Nach dem Kaiserschnitt war soweit alles gut. Und Dieter war ja dabei, ne, bei der Geburt. Und dann hat sich aber nach einiger Zeit hat sie wahnsinnige Schmerzen an. Hat mir Dieter erzählt, hat sie wahnsinnige Schmerzen bekommen. Und da hat sich ihr Bauchraum wieder mit Blut gefüllt. Und dann war man natürlich total entsetzt, ne, und verstört. Viel Blutverlust ist immer eine kritische Sache, gefährliche Sache, nicht? Ja, ja. Und dann war sie eben auf der Intensivstation und da war sie jeden Tag. Ist morgens mein Mann hingegangen, mittags bin ich dann hingegangen und ich habe immer gedacht, es kann ganz einfach nicht wahr sein, als am nächsten Tag wir hingekommen sind, dann hätte man gehört, dass eventuell Netzhautablösung droht, dass mit der Lunge was los ist und dass sie eventuell Dialyse kriegen muss, weil die Nieren nicht mehr richtig schaffen. Und ich habe immer gedacht, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Sie musste ihr ja die Gebärmutter rausnehmen, weil die nicht mehr, er hat sich kontraktiert ausgedrückt, nicht mehr kontraktiert hat und ein Eierstock, weil die Blutung einfach nicht mehr aufgehört zu bluten. Nicht? Und es war natürlich für Natalie wahnsinnig schlimm, weil das war dann praktisch die zweite Operation, nicht? Wo sie wieder aufmachen musste, nicht? Weil der ganze Bauchraum wieder voll Blut war. Nicht? Ich habe natürlich einen wahnsinnigen Schock gekriegt, wo ich sie das erste Mal gesehen habe in der Intensivstation, wo sie ja noch in der Narkose war. Überall waren Schläuche in der Nase, im Mund und an der Arm und so. Also das hat furchtbar ausgesehen. Und dann hat sie natürlich auch total bleich ausgesehen. Nicht? Also das war schon schlimm. Nicht? Ich habe mir Gedanken gemacht, Jesus Gott, was passiert jetzt, wenn die praktisch gar nicht mehr
zu Bewusstsein kommt, wenn die praktisch gerade schläft und nicht mehr aufwacht. Ne? Am Tod habe ich nie gedacht. Nee, das, also ich denke einfach, ab dem Moment, als ich wusste, dass meine drei Babys gesund sind, war für mich keine Frage. Ich muss einfach für die Babys groß, stark und da sein. Wenn jetzt drei Babys tot gewesen wären, weiß ich nicht, die Kraft gehabt hätte, einfach so schnell wieder gesund zu werden. Also die Motivation. Nur eine Woche nach der Notoperation, selbst noch auf der Wachstation, ist Natalie auf dem Weg zu ihren drei Kindern. Dürfen Sie sich da gerade am besten hinsetzen? Ständer lass mal links stehen, genau. Ich habe für den kleinen Luca was aufgemacht. Super schön. Ich habe noch alle Liedchen, die ich noch irgendwie kannte und wenn es nicht viel war, probiert drauf zu spielen. Und zu singen? Und zu singen. Schön. Da würde sich muss bestimmt ja kein Wettbewerb gehen. Nein, auf keinen Fall. Hauptsache, er hört Ihre Stimme. Das ist am wichtigsten. Genau. Sie dürfen gerne mal reinfassen. Hallo, Luca. Die Wollsocken, die sind ja klasse. Mhm. Die sind leider noch ein bisschen zu groß. Es muss recht leise sein, weil es im Inkubator ein bisschen halt. Hallo, Luca. Hier ist deine Mama. Ich hoffe, du spürst einfach, dass ich da bin. Du bist der Kleinste, aber für dich habe ich am längsten durchgehalten. Wir denken einfach ganz sehr auch ganz viel an dich, damit du stark wirst. Und jetzt will ich dir noch... Wir lassen es jetzt mal so drin, sonst ist es... Schon mal das Handtuch wieder drauf? Ja, das ist ganz wichtig. Ein paar Stunden später ist endlich auch Dieter von der Arbeit in die Klinik gekommen. Zum ersten Mal besuchen sie gemeinsam ihre Babys. Weil ich nicht die ganze Zeit da sein kann. Und außerdem, wenn sie noch nicht so richtig fit sind, das ist total kreislaufbelastend. Also, zuckt sie mal eben im Mundwinkel und das war es schon, ne? Wie rum? Wo soll der Kopf sein? So, dass sie es sehen kann. So? So, guck mal. Och Gott. Möchtest du mal streicheln? Hast du die mal nackt gesehen? Mhm. Und sieht die schon wie ein Baby aus oder ist sie so dünn wie der Luca? Diana? Nee, die ist richtig proper. Mhm. Proper sogar. Gut. Das ist also. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ein Mädchen ist. Oder die ist kräftig.
Jetzt geht's uns gut. Ja, mir geht's heute zwar schlecht von mir, aber ich bin stolz, dass der Papa so ist wie ein Papa. Liebend. Und das sehe ich, das ist er jetzt. Vier Wochen nach der Geburt ist Nathalie mit den beiden Großen, Jana und Marlon, zu Hause. Der kleine Luca muss immer noch in der Kinderklinik aufgepäppelt werden. Bald kommst du nach Hause. Nur noch 5 Tage. Dann darfst du heim. Ich bin schon stolz, jetzt 3 so süße Babys zu haben. Und alle, die kommen, oh, sind die süß und so mini. Und wenn ich normale Babys sehe, denke ich, Gott, was ist das für Riesen? Also, ich finde meine echt goldig. Und er hier habe ich ja noch nicht zu Hause gehabt. Den weiß ich nicht so lange. Also ich kenne ihn ja nur vom Füttern. Und muss ich mal gucken, wie er reagiert auf andere Sachen. Es ist halt mein Kleinster und er braucht am meisten Liebe am besten. Meine Liebe wird nicht geteilt, sondern du hast halt für jeden eine Liebe sozusagen. Und er hier braucht auf jeden Fall am meisten Aufmerksamkeit. Ja, kleiner Mann, geh, mach mal Mund auf. Schnütchen auf. Zwei Wochen später ist es endlich soweit. Jetzt sind alle daheim. So, mein Schatz. Und wie geht's dir? Hat alles geklappt heute? Ja. Grüß dich, Mama. Hm? Grüß dich, mein Schatz. Und was machen die Kinder? Die machen es eigentlich gut. Okay. Luca, geht's auch gut? Oder warum hast du den auf dem Arm? Der einfach nur wach. Der ist einfach wach und will ein bisschen Körperkontakt, der Kleine. Okay, dann kann ich den nehmen. Oder? Du kannst auch nehmen. Hm? Komm her, mein Schatz. So, mal gucken, wenn er dann schreit, dann will er wieder zu mir. Der will nicht zu dir. Der hat mich den ganzen Tag nicht gesehen, ne? Kommst du zum Papa. Oh, jetzt müssen wir schon wieder füttern, oder? Ist das richtig? Nee, wir haben erst 3:47, oder? 3:48 ist es. Echt? Ja. Ja, habt ihr gerade erst aufgehört mit der Fütterungsrunde, oder? Aber ich dachte, das ist 3:47. Nee, das ist 3:48. Es ist eine Riesenumstellung. Ne? Also der Dritte, der macht halt noch, das, also ich sage jetzt mal, doppelt so viel Arbeit nochmal. Also mit den Zweien war es irgendwie noch, konnte man noch ganz gut integrieren, so in den Tagesablauf. Aber der Kleine hier, der will nicht immer trinken, dann sitzt er da Stunde oder was weiß ich, wie man sieht, ne? Und da sitzt du halt nachts da und probierst eben das noch irgendwie reinzupumpen auf gut Deutsch. Und das ist halt, das können wir, wenn er arbeitet, so nicht machen. Das bringt ja auch nichts, wenn der mir einen Unfall baut, wenn er dann mit dem Auto irgendwo gegen einen Baum fährt, nur weil er total müde ist. Weil im Moment kommt er um 2:30 ins Bett und hat davor nicht geschlafen. Ich gehe um 10 ins Bett und kann schlafen bis um 1:30, sagen wir es mal so. Am Wochenende hatten wir eine Runde, da haben wir fast nonstop durchgearbeitet. Weil halt das alles so lange gedauert hat, dass wo wir das letzte hingelegt haben, haben wir das erste schon wieder angefangen. Ich hoffe halt, dass sie irgendwann durchschlafen. Wenn die jetzt nachts durchschlafen, dann bin ich ja tagsüber auch fit. Wieder, also mehr fit. Es gibt ja Babys, die schlafen mit 3 Monaten durch. Da meine so süße sind, vielleicht tun sie das ja auch so. Hallo?
Natalie hat tagsüber eine Familienpflegerin, bezahlt von der Krankenkasse. Während Frau Gnedinger die Kleinen versorgt, kann Natalie in aller Ruhe Milch abpumpen. Die Babys brauchen alle 4 Stunden Nachschub. Das ist schon ziemlich, man kommt sich schon ein bisschen doof vor, wie so eine Milch, man sitzt nur da und kann nichts tun und muss halt 20 Minuten warten. Und in der Nacht ist das wirklich hart, wenn man wirklich müde ist, weil das so, man macht ja eigentlich nichts und probiert halt nicht einzuschlafen, ne? Eine Routineuntersuchung steht an. Schönen guten Tag erstmal. Kommen Sie rein. Die Drillinge sind jetzt 5 Monate alt. Schön, dass Sie helfen. Ja. Alleine wäre das auch gar nicht möglich, ne? Nee, sehr schwer. So, der Luca hat ja eigentlich die längste Krankengeschichte, ne? Lässt er häufig die Nahrung so aus dem Mund laufen oder ist das jetzt? Er lässt sie gerade. Macht er häufig. Laufen. Mhm. Mhm. Gut, dann machen wir mal den Traktionsversuch. Schlecht. Hängt der Kopf durch und die Arme hängen durch. Damit können wir keine Punkte gewinnen. Luca, dreh dich mal um. So, übernimmt Gewicht, aber nur mit dem rechten Bein. Das linke beugt er. Im unterstützten Sitzen ist der Rücken rund, das sieht aber ganz symmetrisch aus. Die Kopfkontrolle ist noch nicht so gut wie bei den Geschwistern. Abstützreaktion ist noch nicht nachweisbar, das muss aber auch nicht unbedingt sein. So, unsere böse Glocke nochmal nehmen. Nicht sicher. Nee. Ja, es ist jetzt beängstigend, also so mit der Glocke und allem. Ich würde, glaube ich, den Luca lieber etwas früher nochmal wiedersehen. Da wäre mir jetzt 6 Monate ein bisschen zu lang. Das, was mir auffällt, dass er sehr wenig Motorik macht, dass er insgesamt sehr undynamisch ist und dass alles zusammen eine gewisse Koordinationsstörung sein könnte. Das heißt, das, was hier oben eigentlich im Kopf angeregt wird, geht nicht den Weg nach unten und ist nicht richtig so miteinander verbahnt. Da kann man aber in der Situation auch wirklich nur eins machen, ganz intensiv Krankengymnastik, 2-mal pro Woche. Das sollte man auf jeden Fall weitermachen. Und dann beobachten, wenn dieses schlechte Trinken anhält, dann müssten Sie einfach mit uns auch nochmal einen Termin vereinbaren. Dann glaube ich aber, dass man ihn
wirklich mal stationär aufnehmen müsste. Weil das kann man dann nicht mehr ambulant machen. Nathalies Sorge um Luca wird von ihren eigenen Problemen überschattet. In den letzten Wochen wurde auch sie mehrfach in der Uniklinik untersucht und muss nun einen weiteren Termin vereinbaren. Ja, guten Tag, Lang ist mein Name. Ich bin eine Patientin von Dr. Trepel. Könnte ich den mal sprechen? Ja, also ich habe beim Pumpen festgestellt, dass ich einen Knoten in der Brust habe. Und dann dachte ich erst, das ist irgendwie Milchstau. Und dann war ich beim Arzt und dann hat er gesagt, ich soll jetzt mal aufhören mit Stillen, ob sich dieser Knoten zurückbildet. Aber ich habe gemerkt, ich kriege den Knoten nicht weg. Okay, danke schön. Ja, dann war ich in der Uniklinik und die haben dann eine Biopsie gemacht. Und die haben dann auch gesagt, dass sie kennen das nicht, sie wissen nicht, was das ist, aber es ist auf jeden Fall kein Brustkrebs. Dann habe ich mit meinem Arzt telefoniert und dann hat er gesagt, er hat mich jetzt überwiesen ins Zentrum für Lymphome, weil er denkt, dass das Krebs ist. Und dann musste ich das ganze Wochenende noch bitten und beten, dass es kein Krebs ist, aber es ist leider Krebs. Und zwar nicht nur so ein Anfangsstadium, sondern schon ziemlich fortgeschritten, so dass ich jetzt ziemlich Gas geben muss mit der Chemotherapie. Und auch eine heftige Therapie mache im 14-tägigen Abstand und hoffe, dass es nach dem 6 bis 8 Mal dann vorbei ist und nicht wiederkommt. Ja, guten Tag, hier ist Frau Lang. Ich bin Patientin von Ihnen. Ich habe eigentlich schon so viel durchgemacht. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin jetzt mal befreit von dem ganzen Klinikaufenthalt und dem ganzen Theater. Ich habe 3 süße Babys und das fände ich jetzt wirklich ungerecht, wenn ich es nicht schaffen würde. Also wenn der Krebs mich einholt, wenn der zu schnell wächst, weil das ein ganz schnell wachsender und ich habe auch schon also 20 Tumore in mir. Und es ist nicht gerade wenig. Mhm. Ja, ich habe auch gerechnet, am Dienstag aufgenommen zu werden. Gut, dann danke ich Ihnen. Ebenso. Tschüss. Ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Weil das wird sicher hart jetzt nochmal. Um ein halbes Jahr nochmal kämpfen. Sozusagen. Ach, wir haben zusammen telefoniert. Genau. Schön. Dann kommen Sie gerade mal wieder mit rein. Mhm. Mein Vieh, es gibt auch tatsächlich Damen, die verlieren es nicht. Ja? Das kommt aber auch immer auf die Zusammensetzungen an, was das alles dann nachher ausmacht. Ja? Und ich würde jetzt hingehen und würde das einfach so nehmen, wie es ist und sagen, ich ziehe das durch, ich brauche das, ich habe meine Kinder und alles. Ja? Und irgendwann wachsen die Härchen auch wieder. Vielleicht kommen sie schöner wie vorher, das wissen sie gar nicht. Ne? Viele haben nachher viel dichteres Haar bekommen. Ja, hatten das, dünnes das war und nie mein Problem. Also ich hatte immer, haben sie immer gut, ja. Und was haben Sie sich denn jetzt von der Art her vorgestellt? Wollten Sie jetzt eigentlich eine lange Perücke haben oder wollten Sie einfach sagen, okay, das ist jetzt so, jetzt kann ich auch mal meinen Typ ein bisschen verändern, ich mache es vielleicht ein bisschen kürzer. Also ich denke, wenn man sie nicht hoch machen kann, dann würde ich sie auch halb lang nehmen. Ja, ja. Also ich würde jetzt nicht hingehen und partout versuchen wollen, einfach so auszusehen wie vorher. Mhm. Weil sie werden auch nachher nicht mehr der Mensch sein, der sie vorher waren. Ja? Weil die Krankheit verändert einem ja auch von der ganzen Einstellung her und alles. Ja? Und da können sie da oben schon anfangen. Und das ist auch schon ein Punkt, wo man sagt, ganz da oben muss es eigentlich auch beginnen. Ne? Mhm. Sollen wir mal dran gehen? Sollen wir mal Ihnen eins aufsetzen? So, schauen Sie.
halten Sie mal vorne den Finger drauf, dann haben Sie schon mal die Perücke angefasst, dann ist es nicht mehr so schlimm. Mhm. So, jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Kann nicht, oh Gott. Jetzt müssen Sie erstmal, jetzt lassen Sie es mal eine ganze Zeit lang auf sich einwirken, weil das ist was ganz, ganz anderes. Ja? Krass, irgendwie. Ungewohnt, ja. Vor allen Dingen der Anlass, warum sie es kaufen. Das ist das, was so eine innere Sperre manches Mal auslöst. Ja, so nach dem Motto, ich probiere ein Abendkleid an, das passt mir doch nicht. Ja, dann lass ich es einfach hängen, weil ich brauche es ja letztendlich nicht. Und ja, jetzt brauche ich es halt. Ja, das ist immer das, was so ein bisschen problematisch macht, die Sache. Ist das eine Farbe oder sollen wir mal gleich so die ganz kräftige nehmen? Wollen Sie die mal aufsetzen? Nicht. Nee. Jetzt dürfen Sie mal mit dem Finger oben auf den Scheitel gehen. Einmal festhalten, ja, dann ziehe ich sie jetzt mal runter. Und das wird hier so ein bisschen reingetragen, ja. Und dann, das fällt halt so, wenn man das verträgt. Man muss da immer schauen, ob einem das nicht stört, ja. Ja, das habe ich jetzt gerade überlegt. Ja, ja. Der Hinterkopf ist schön, ja. Und hier auch, wo das Asymmetrische ist, ja. Ich finde die jetzt gut. Wie findest du? Ja, ich finde sie klasse. Ja? Würde ich jetzt sagen, also ist akzeptiert, gell? Mhm. Ja. Boah. Die Chemo geht los, es wird passieren, die Haare fallen aus. Und dann macht man es lieber selber, anstatt büschelweise jeden Morgen die Haare in der Hand zu haben. Das ist mit Sicherheit deprimierender, als jetzt einmal kurzen Prozess zu machen. Aber ist schon hart. Wie viel Zentimeter soll sie sein? So ungefähr noch? Ja, diese 5. So, 5. Okay. Wenn ich nicht mehr Familienpflege mache, dann mache ich Friseus. Schau du mal her, Mama. Erkennt er mich noch? Der Schnurr da oben. Ja? Erkennst du mich noch? Ajo. Oh ja, prima. So, das ist jetzt mein neues Bild. Maus, was ist denn los? Hallo. Oh. Alle 2 Wochen muss Natalie 2 Tage lang zur ambulanten Chemotherapie in die Uniklinik. Die Infusionen ziehen sich endlos hin. Ich habe die letzte Zeit immer ganz komische Träume, von wegen, dass mich irgendwelche Leute auf irgendwelche verschiedenen Arten umbringen. Also einmal werde ich erstochen, einmal erschossen, einmal, da denke ich mal wach auf, oh Gott, das verarbeite ich halt irgendwie so. Aber ich wache ja morgens auf und lebe und das ist ja nett. Guck, jetzt kommt die Mama. Dieter ist früher nach Hause gekommen. Er hilft so gut er kann. Du bist schön zufrieden, oder? So. So. Jetzt machen wir uns erstmal ruhig, ne? Und du zappelst auch schon? Bitteschön. So.
Jetzt können wir uns unterhalten. Wie war's heute? Merkst du gar nichts? Also. Bisschen müde, bisschen schlaff, aber nicht. Nicht schlecht oder so. Geh mal dran. Was ist mit dir los? Hm? Du mal dann eingeschlafen. Marlon. Dann machen wir erstmal eine Pause mit Marlon und dann kann ich dich auf den Arm nehmen. Ups, mir. Ups. Warte, ich leg's dir. Ja, Mann. Es geht ja gleich weiter. So. Geht ja gleich weiter. Also, ich muss jetzt noch ein bisschen was arbeiten, mein Schatz. Ich leg ihn noch schnell rein. Und geh noch schnell ins Büro. Ja? Ja, wenn ich fertig bin, gehe ich auch ins Bett. Okay. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Also. Wenn Dieter abends vom Außendienst nach Hause kommt, bringt er noch Arbeit mit. Wenn es Nathalie schlecht geht, wenn die Kinder quengelig sind, wenn halt ein Zeitdruck entsteht, da ist es ziemlich schwierig. Also auch selbst jetzt, sag mal, unten zu fahren, ne? Die ganzen Gefühle einfach zurückzustellen und normal zu reagieren, den Kindern gegenüber, der Frau gegenüber, weil es spielen halt immer viele Faktoren zusammen. Nathalie hat jetzt die Hälfte der 6 Chemotherapien hinter sich. Die Kontrolluntersuchungen werden zeigen, ob die Therapie angeschlagen hat, die Tumore zurückgegangen sind. Natürlich super, wenn ich weiß, mit dieser Chemo bin ich dann Ende Mai fertig und im Sommer werden dann die Haare wieder wachsen und dann kann ich ins Schwimmbad und alles machen, was ich jetzt für eine Zeit lang gedacht habe, oh oh. Und aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das morgen gut ausfällt. Aber ich bin schon gespannt auf morgen. Von der Kernspintomographie-Untersuchung und der PET-Untersuchung, die wir gemacht haben in den letzten Tagen. Und da zeigt sich erfreulicherweise, dass alles weg ist, was Lymphom gewesen ist. In der Brust, in der Achselhöhle, im Bauchraum sind keine vergrößerten Lymphknoten mehr nachweisbar. Genau. Man sieht noch ein bisschen Entzündung da im Bereich des rechten Oberarmes, wo anfangs ja auch diese Schmerzen bestanden unter der Therapie, aber wir sehen kein Lymphom. Also ich meine, jetzt innerhalb dieser Chemo kommt es auf jeden Fall nicht zurück, oder? Solange wir was dagegen machen, ja, passiert nichts. Die Wahrscheinlichkeit ist ganz winzig klein, aber es gibt natürlich keine Garantien. Das ist ganz klar. Die Therapie ist keine Garantie dafür, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt nicht doch wiederkommen könnte. Aber wenn die Therapie so gute Wirkung zeigt wie bei Ihnen, nach 3 Malen, insgesamt jetzt 6 Wochen Therapie sozusagen, praktisch nichts mehr nachweisbar ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt, ganz klein. Aber die ist natürlich nicht null. Es gibt leider keine Garantien. Hallo, mein Held. Ja, ist alles weg? Alles weg. Alles weg. Das heißt, kein Tumor mehr in mir. Ah, das ist ja.
Da freue ich mich. Ja, wie sieht es denn weiter? Kriegst du trotzdem noch Chemo oder? Ja, ja. Das ist im Prinzip wie wenn du, weißt du, so Antibiotika nimmst. Die musst du auch fertig nehmen, obwohl das Fieber schon weg ist. Okay, alles klar. Also das müssen wir schon noch fertig machen, aber jetzt ist alles erstmal super. Können wir heute Abend feiern. Also, das war die beste Nachricht dieses Jahres. Ja, das war die beste Nachricht, ja. Auf ein neues Leben von dir. Die gute Nachricht heute und dass es nicht wieder zurückkommt. Genau. Prost, mein Schatz. Lokus. Natalie bleibt nur wenig Zeit, sich zu freuen. Luca will einfach nicht wachsen. 7 Monate ist er jetzt alt. Die Ärzte haben ihr geraten, den Kleinen röntgen zu lassen, um die Ursache für sein schlechtes Trinken zu finden. Was wir jetzt gemacht haben, ist ein Röntgenbreischluck. Und was man sieht, ist, dass die Speiseröhre deutlich massiv aufgeweitet ist. Ungefähr auf das Dreifache der normalen Norm. Ups, das muss ich mir. Ich schreibe mir was auf für meinen Mann, weil ich mir. Und was man auch sieht, ist, dass normalerweise, das ist der Magen, der ist jetzt gefüllt mit Kontrastmittel. Mhm. Üblicherweise sieht man hier eine Verbindung, wie das Kontrastmittel übergeht. Und beim Luca ist es so, dass es nur ganz, ganz eng ist hier unten. Was geplant ist, dass man eine Magenspiegelung macht. Das heißt, man muss sich die Speiseröhre über einen flexiblen Schlauch anschauen und diesen unteren Teil, der hier so verkrampft ist, aufweiten mittels eines Ballons. Es ist keine Operation, sondern wird von oben ein Schlauch geschluckt und da mit einem Ballon auf. Eine Darmspiegelung, man sieht das dann über einen Monitor, kann man sich das dann anschauen. Das ist ein flexibler Schlauch. Dieser Befund erklärt das schlechte Trinkverhalten vom Luca und er erklärt, warum er dadurch nicht richtig wächst. Dieser Befund erklärt aber nicht, warum er von der allgemeinen Entwicklung zurück ist und auch von der Muskulatur sehr schlapp und schlaff einfach ist. Aber Kinder in dem Alter vom Luca können einen sehr variablen Verlauf, sowohl von der Entwicklung und auch vom Gedeihen. Das kann sein, da sind alle Bandbreiten möglich. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich davon ausgehen, dass der Luca sich unter der entsprechenden Förderung und wenn man das auch so früh erkannt hat, normal entwickelt. Das wird sich erst im Laufe der Jahre, meistens erst mit dem 3., 4. Lebensjahr, kann man das dann auch wirklich sehen. Das ist einfach auch die Zeit und auch ein entscheidender Faktor. Ja. Drei Monate sind vergangen, seitdem Luca in der Klinik war. Die Krankengymnastin Frau Möck kommt 2-mal die Woche zu ihm, um Motorik und Muskelaufbau zu fördern. Was da kommt? Halt ihn mal fest. Ja, wenn Sie das machen, machen Sie das immer im Uhrzeigersinn, rechts herumdrehen. Knapp 10 Monate ist er jetzt alt. Seitdem sein Mageneingang gedehnt worden ist, klappt es besser mit dem Trinken. Und auch Frau Möck sieht erste Fortschritte. Jetzt.
toll du dich hier abstützen kannst, ganz alleine. Hey! Sag Laden, kann man immer so ein bisschen hin und her tippen, dass er da noch mehr Muckis kriegt. Aha. Das sind wir alle froh. Ja, manchmal hat er ja gar nichts. Ja, da wollte er gar nicht. Ja, ich meine, er ist immer noch sehr zart. Da müssen wir schauen, dass er mehr Muskelspannung aufbaut, aber das kommt mit der Zeit. So, Luca, jetzt müssen wir uns noch Kraft aufheben für den großen Ball. Ja, wer kommt denn da? Wer ist schneller von euch? Hier, ja, der Marlon ist schneller. Super. Na, das Schöne ist hier auf dem Ball, da können wir ein bisschen hin und her drehen. Jana, komm. Da kommt deine Schwester. Jana. Hallo. Das macht er ganz toll. Macht er wirklich prima. Ja, jetzt sollen wir. Pause machen. Pause machen. Ganz toll getürmt. Zwei Monate später. In die Zukunft gucken wir auf jeden Fall positiv. Ich meine, jetzt kann ja eigentlich nicht mehr viel kommen. Also meine Krankheit darf nicht mehr kommen. Und da ist viel auch Psyche dabei. Du darfst mich nicht ärgern. Und also ich, bis auf irgendwelche Brüche, die da Marlon sich zuzieht oder ein Loch im Kopf, denke ich, passiert nichts mehr. Oder? So positiv sehe ich das auch. Jetzt bist du schon ein Jahr alt. Genauso alt wie deine Brüder. Hallo? Oh. Jana! Oh. Pushen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Marlon. Happy birthday to you. Jetzt erstmal pushen. Was? Hat das rausgesprochen? Aber so richtig. So schlimm Mäusel jetzt nicht. Das war aber ein bisschen viel. Nein, schmeckt nicht gut. Jana, Hase, komm mal her. Ja, komm mal her. Nimm nur so zwei. Achtung, 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 Achtung. Was? Achtung. Yeah.